hallo und herzlich willkommen, meine liebe Trader-Gang bei BinaryStrategy.net und BSK.ai. Heute ist Montag, ich möchte euch gerne heute wieder mitnehmen auf einen Trade, ein, zwei Trades, die ich tätige in Sachen binäre Optionen. Geld verdienen im Internet mit binären Optionen ist ja nichts Neues, gibt es ja schon mittlerweile, ich bin schon 12 Jahre dabei circa. Ja, ich möchte euch die Strategie zeigen, mit der ich hier im Moment Geld verdiene. Und euch mitnehmen am Montag. Ihr seht, ich mache nicht so oft jetzt zurzeit Videos, da ich anderweitig eben ein Projekt habe, wo ich gerade hart dran arbeite. Aber ich mache so oft wie möglich Videos und lasse euch teilhaben an meinen Strategien, die ich trade. So auch diese Strategie hier. Die Zickzack-Kanalstrategie, also jeder von euch, der binäre Optionen tradet, kennt wahrscheinlich Trader auf YouTube, die Optionen mit Zickzack traden und ihr einfach nicht plant, wo ist der Einstieg, warum steigen die da ein, weshalb? So ist, also so ergang es mir eigentlich wirklich, wo ich zugeschaut habe bei ein paar Kollegen, wo ich immer gedacht habe, ja, wo steigen denn die ein, bevor ich diesen Indikator hier hatte, den Zickzack mit Kanal. Denn wenn ihr den Zickzack mit Kanal habt, ist der Einstieg eigentlich super einfach. Also da wisst ihr genau, wann ihr einsteigen müsst. Ich warte jetzt gerade hier auf den Einstieg, wie wir sehen beim Out-US-Dollar. Ich bin hier heute schon in der Top mit 3030 Dollar. Und ja, möchte das gern erweitern hier nochmal um 2000 oder so. Und möchte hier eben traden. Diesen Trade warte ich hier ab. Ganz wichtig. Den Indikator, wenn ihr drin habt, wo ihr den herbekommt, erzähle ich euch dann nach dem Video, also am Ende des Videos. Wenn ihr den Indikator reingeladen habt, der ist kostenlos, wenn ihr in der Gang seid, erkläre ich auch, wie das passiert, wie ihr Gang-Mitglied werden könnt, Trader-Gang. M1, im MetaTrader wichtig M1 und beim Broker ebenfalls hier eine Minute. Auf eine Minute sehen wir hier, stellt ihr bei Quotex eine Minute ein und im MetaTrader 4 auch eine Minute. Und dann könnt ihr schon gucken nach den richtigen Einstiegen. Wie gesagt, ich gucke hier gerade nach dem richtigen Einstieg und warte nur, bis ich den eben bekomme. Ich denke mal, vielleicht haben wir die Möglichkeit, jetzt hier nach dieser Kerze einzusteigen. Werden wir aber auch gleich sehen. Und erklären tue ich es natürlich, nachdem ich den Trade abgelassen habe, warum hier der Einstieg passiert, wenn ich einen Einstieg mache. Also es ist wirklich simpel. Wenn ihr diesen Indikator nutzt, ist wirklich sehr simpel, der Einstieg, also zu finden den Einstieg. Ja, und wie gesagt, manche, die eben YouTube schauen und den Leuten zuschauen, die den Zickzack-Strategie traden, die denken sich manchmal, warum ist denn der Kerl jetzt da eingestiegen? Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit zu sehen, visuell eben mit dem Indikator, wo ihr einsteigen könnt und warum hier ein Einstieg passiert. So. Jetzt hoffe ich mal, dass die Kerze hier nach unten geht, eine orange, aber im Moment geht sie nach oben. Ist noch kein Einstieg möglich, aber wie gesagt, ich warte hier auf den Einstieg im Australien-US-Dollar. Dazu muss hier eine Kerze, ganz einfach, wir haben hier einen Kanal, ich beschreibe es euch kurz, hier der Kanal und ich warte jetzt hier, bis der hier ausbricht aus diesem Kanal mit einer langen roten Kerze. Und in der nächsten Kerze dann gehe ich hier rein, in der zweiten. Das ist der simple Einstieg für die Zickzack-Strategie. Und die Hilfe, die sich wahrscheinlich dann viele Zickzack-Trader, die euch Zickzack-Traden zeigen auf YouTube, im Kopf haben, ist dieser Kanal hier, diese Kanäle. Und deswegen ja, zeigt euch keiner die Kanäle, weil die haben das alle im Kopf. Und ich gebe euch eben den Indikator an die Hand, dass ihr eben hier wisst, okay, hier ist der Einstieg, denn der ist aus dem Kanal ausgebrochen und wenn er ausbricht in die Richtung, in der wir wollen, hier wollen wir unter die rote Linie nach unten mit einer großen Langkerze, dann gehen wir rein in den Trade. Ich hoffe, er macht jetzt hier eine richtig schöne große Kerze nach unten, eine rote, dass wir da einsteigen können. Aber er tut sich hier noch schwer, sehen wir gerade, er tut sich hier schwer. Wir können mal rumschalten und gucken, ob es hier irgendwas noch außer Australian US-Dollar gibt, wo wir einsteigen könnten. Oh, nee, das war es auch nicht. Euro, Pfund.
Euro NZD. No. Euro Cut. Ne, da auch nicht. Und dann gehen wir mal wieder zu Out US-Dollar. Out US-Dollar. Wie gesagt, ich brauche hier eine starke rote Kerze. Die war hier nicht stark genug. Also wenn die jetzt hier noch rot wird, gehe ich da rein. Sollte diese Kerze rot enden, gehe ich hier in den Trade rein. Denn wir sehen hier, diese Kerze ist nicht stark genug. Also das ist eine Pimpelkerze, die rote, die aus dem Kanal ist. Wir brauchen eine richtig schöne starke Kerze nach unten. Hier haben wir jetzt noch, wie lange haben wir jetzt hier noch? 36 Sekunden beim Out US-Dollar. Aber wir sehen hier, der kommt nicht aus dem Arsch. Also müssen wir wirklich einen anderen suchen. Vielleicht ist es hier US-Dollar-Yen. Ist es US-Dollar-Yen? Schauen wir mal, wenn er hier eine starke Kerze nach oben macht, US-Dollar-Yen, wo haben wir denn den? Gehen wir hier auf Suche, US-Dollar-Japanisch-Yen. Jawohl. Sollte er jetzt hier eine schöne starke Kerze nach oben machen, gehen wir rein. Also hier sind auch noch Pimpelkerzen, sehen wir, das sind kleine Pimpelkerzen ebenfalls. Ja, ein bisschen Geduld eben, ihr müsst gucken, was passiert. US-Dollar-Schweizer-Franken. Ist auch noch nicht. NZDU ist auch nicht. Audien. Auch nicht. Nee, da ist noch nichts am Start. Nee, hier sind wir auch Pimpelkerzen. Lauter Pimpelkerzen. Schade, schade. Welchen nehme ich denn hin? Ich gehe zurück zu Out US-Dollar. Out US-Dollar. Da kriege ich eh mehr Prozente. Müsst auch immer gucken hier oben, die Prozente, die ihr bekommt. Und hier warte ich jetzt den Ausbruch ab und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, hier sehen wir jetzt, das meine ich hier mit starker Ausbruch. Jetzt haben wir hier noch 10 Sekunden, 9 Sekunden. Hier werde ich reingehen. 7, 6, 5, 4. Also hier werde ich in den Trade reingehen. 2, 1. Jawohl, hier bin ich jetzt drin. Dreimal. Viermal in dem Trade. Also das war jetzt die perfekte Ausbruchskerze hier. Wirklich die perfekte. Da sehen wir auch, er ist richtig ausgebrochen. Und jetzt müssen wir natürlich warten, die Minute, bis der Trade zu Ende ist. Und wir sehen, er kommt hier unserem Weg. Hier nur unglücklich noch reingekommen mit den Zweien. Ja, aber wir warten jetzt hier den Ablauf ab und ich denke und hoffe, dass der passt und ich in der Rangliste hier noch ein bisschen nach oben weiter rutsche. Aber das war der perfekte, wirklich der perfekte Ausbruch hier. Und wir sehen ja auch, er möchte unsere Richtung gehen jetzt, er möchte hier unsere Richtung gehen. Und ich nehme jetzt hier einfach die Kohle mit. Und mal gucken, hier laufen die Trades, rechts 7 Sekunden. Ich hoffe, da passiert nichts mehr. 3, 2, 1 und... Booyah! Seht ihr das? Booyah! The name of the game, Leute. The name of the game. Und schon bin ich auf 6190. Ich zeichne euch jetzt auch nochmal ein, wie das eben funktioniert. Und nehme nur noch einen Schluck Kaffee und bin gleich wieder da. So, Leute. Ich zeichne euch das jetzt hier mal ein. Also, wie das funktioniert. Können wir mal gucken. So. Mein Stifti. Wir sehen, wir haben hier einen Kanal, der hier nach oben geht. Geht nach oben der Kanal. Und wir warten hier einfach nur, bis der aus dem Kanal ausbricht, wie hier. Sehen wir hier? Wir warten, hier bricht er nach unten aus mit dieser Kerze. Auf diese Kerze warten wir. Wir brauchen wirklich eine große Kerze, also nicht so eine Mini-Kerze hier, sondern eine große, die wirklich ersichtlich aus dem Kanal ausbricht. Und diese Kerze hier, die bricht einfach ersichtlich aus dem Kanal aus. Sehen wir hier. Schön ausgebrochen. Und in diese Kerze gehen wir dann rein. Das ist der Abwärtstrade gewesen, den wir gerade gemacht haben. Und wir sehen, Kerze reingegangen und Gewinn. Das war ein schöner Gewinn. Jetzt schauen wir auch mal für einen Aufwärtstrade. Sehen wir hier, der Aufwärtstrade, wo ist mein Malwerkzeug? So. Hier haben wir den Abwärtskanal gehabt,
blau-rot und hier warten wir eben, bis er nach oben ausbricht. Diese Kerze hier war die nach oben ausbrechende Kerze. In die Kerze wären wir reingegangen und schöner Gewinn. Wir sehen hier wunderbarer Gewinn. Also wir warten wirklich immer, bis ein Ausbruch geschieht und dann wissen wir, der Zickzack wird dann hier nach unten gehen. Also hier wird der neue Kanal dann gebildet vom Zickzack. Es ist wirklich, ihr seht, was ich euch gesagt habe, hier ist der neue Kanal jetzt gebildet im Zickzack. Und das ist einfach mega, Leute. Wirklich mega. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, wie Pauls Money Trading TV sein Zickzack tradet. Der hat das im Kopf. Und aber die meisten Leute haben es auch nicht im Kopf. Ich habe mir auch immer gedacht, so ja, der Junge, Alter, der geht doch einfach in die Trades rein auf Muscle, auf Dusel. Aber ist nicht so, der hat das wirklich im Kopf und sieht es. Und die neuen Trader, die Anfangstrader, die sind eben mit diesem Indikator hier, mit diesem Zickzack-Indikator gut bedient. Denn die wissen hier wirklich, den optimalen Einstieg zu setzen mit binären Optionen. Diesen Indikator bekommt ihr kostenlos, so wie alles andere, wenn ihr euch bei einem Broker unserer Wahl anmeldet. Das ist Quotex. Ihr seht hier, mit Quotex trade ich am liebsten eigentlich. Und Pocket Option. Die Links sind unterhalb des Videos in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Meldet euch über unseren Link an und zahlt mindestens $500 oder Euro ein. Die $500, die bekommen nicht wir, die habt ihr auf eurem Konto. Ihr könnt mit den traden. Wir kriegen nur einen Obolus, dass ihr euch angemeldet habt und eingezahlt habt vom Broker und können eben die Zeit nehmen, uns dann durch den Obolus und für euch Videos machen etc. Wenn ihr dann angemeldet seid bei Quotex oder Pocket Option, geht ihr auf bsk.ai, registriert euch da. Wenn ihr euch registriert habt, geht ihr hier auf euer Profil. Profil, Edit und tragt eure Nummer ein, eure Broker-ID. Hier, klickt hier drauf und tut eure Quotex-ID oder Pocket-Option-ID eintragen und geht auf Save Changes. Dann geht ihr auf meine MetaTrader-IDs, tragt ihr eure MetaTrader-ID ein, die findet ihr hier oben, links auf eurem MetaTrader und drückt, ihr seht, ich habe schon das Englisch, das drückt auf Save Changes und dann geht ihr auf Gruppen, hier oben, Groups, und macht Gruppenanfragen. Ihr kriegt ja alles umsonst, wirklich. Alles umsonst, wenn ihr in der Trader Gang seid und euch angemeldet habt über uns. Geht in Kais Indikator-Kollektion. Entschuldigung. Jesus. Und geht auf Diskussion. Diskussion. Dann seht ihr hier New Zigzag with Channels. Da drückt ihr drauf und könnt genau diesen Indikator downloaden, kostenlos. Ihr kriegt wirklich alles kostenlos, wenn ihr einmal in der Trader Gang seid, was wir hier einstellen auf bsk.ai. Ja, das wäre es eigentlich gewesen mit dem deutschen Video heute. Wie gesagt, sorry, dass ich so wenig Videos zurzeit mache. Ich habe ein anderes Projekt auch noch, was sehr viel Zeit kostet. Aber ich versuche halt immer, wenn ich trade, für euch das aufzunehmen und zu zeigen, wie ich jetzt hier mit dem Zickzack. Mit dem Zickzack. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Strategie. Ja, würde ich sagen, happy trading. Guten Start in die Woche für meine Trader-Gang, hoffe ich. Ich schalte später auch noch die Gruppenanfragen, die letzte Woche passiert sind. Ja, happy trading, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.